Und willkommen zum neuen Tutorial, diesmal zum Thema Spiegeleffekten, zum Thema Spiegeleffekte in Texten. Das heißt, wir wollen einen Text schön realistisch spiegeln. Dazu öffnet ihr Photoshop, geht hier auf Datei und legt euch erstmal eine neue Komposition an. Nennen wir Spiegeleffekt. Drückt OK. Und das erste, was wir brauchen, ist ein schöner Hintergrund. Das heißt, ich wähle als erste Farbe mal Rot aus, die zweite Farbe ist Weiß, nehme das Farbverlaufswerkzeug und ziehe einfach mal einen schönen Verlauf hier über den Hintergrund. Dann braucht ihr natürlich das Texttool. Wählt hier komplett Weiß aus als Farbe und schreibt euren Text. Ziehen wir das Ganze in die Mitte und ihr geht hier auf den Layer, Rechtsklick, Ebene duplizieren, Klick, nochmal OK. Dann haben wir hier eine zweite Ebene, die zieht ihr ein bisschen weiter unter die erste Ebene, so dass es wirklich richtig untereinander ist. Das nächste ist dann, geht hier oben auf Bearbeiten, geht hier auf Transformieren und geht hier auf Vertikal spiegeln. Klickt ihr und dann ist das Ganze vertikal gespiegelt. Das sieht schon mal ganz okay aus. Ihr geht dann wieder hier auf den Layer, Doppelklick, da öffnet sich hier so ein Fenster. Hier braucht ihr den Wert Deckkraft, setzt den, sagen wir mal, auf 40%, drückt OK. Dann ist das schon mal ganz schön gespiegelt. Um jetzt sicher zu sein, dass das Gespiegelte dauerhaft, egal was ihr macht, hinter dem Originaltext ist, geht ihr hier oben auf Ebene, Ebenenmaske und alle einblenden. Jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Dieser gespiegelte Text wird immer hinter dem Originaltext sein. Also richtig gespiegelt. Und im größten Teil der Arbeit haben wir es schon gemacht. Jetzt verfeinern wir das Ganze bloß noch, indem wir hier das Farbverlaufstool nutzen. Ein weiteres Mal geht nach links oben über diesen Originaltext und zieht einfach mal den Farbverlauf hier runter. Und dann seht ihr, es ist sehr schön gespiegelt, sieht sehr realistisch aus. Und damit soll es ja schon für den Moment gewesen sein. Ich hoffe, es war hilfreich und wenn ihr wollt, abonnieren, bewerten und kommentieren. Natürlich. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch im nächsten Tutorial dann nochmal begrüßen dürfte. Bis dahin, tschüss.